Ja, liebe Videofreunde, wir sind jetzt startklar. Wir reisen wieder ab. Wir waren ja gestern hier in Gällivare auf dem Campingplatz an der Skipiste. Und der ist so super, also zum Skifahren genial, weil du bist also sofort an der Piste. Und aber der hat zu, also hier ist niemand. Wir konnten niemanden erreichen. Wir hatten aber Strom heute Nacht und wir hatten sogar freies Internet. Und da habe ich mal gleich unsere Bilder alle so ein bisschen rüber gespielt auf dem Laptop, mal ein bisschen alle die Karten frei gemacht und schon auch ein paar Bilder bearbeitet von unseren Nordlichtern gestern Abend noch. Und ja, dann waren wir auch kurz draußen. Also Aurora hat sich wieder gezeigt und auch gar nicht so schlecht. Also, aber es war total unvorteilhaft. Also dieser Platz hier für Polarlichter ist überhaupt nicht geeignet, weil der einfach zu hell ist. Hier sind überall Flutlichter und Beleuchtungen und nee, ist kein schöner Spot zum zum Fotografieren. Also ja, und dann sind wir auch irgendwann rein und sind dann gestern etwas früher ins Bett. Michael war fix und fertig, ich auch. Ich habe auch gesehen in den letzten Videos, oh Gott, also man ist ja schon echt fertig, ne? Also man muss wirklich sagen, also wenn man die Nächte in der Kälte draußen steht, das sieht ja alles immer so schön aus, nicht? Mit den Bildern und so, ne? Aber man muss auch wirklich was dafür tun. Und man steht halt auch sehr lange draußen verharrt und guckt immer, weil es sind ja auch Momente. Das sind manchmal nur, ja, eine Minute, manchmal sind es 3 Minuten, manchmal sind es 5 Minuten, aber mehr ist es nicht. Und dann ist wieder eine Weile Ruhe, ne? Und dann musst du halt schon auch mal oft draußen stehen und den richtigen Moment gleich abpassen. Und wir haben dann 2 Nächte in Folge bis nachts, also spät nachts, einmal in Jokkmokk bis um 4. Und vorgestern am Sora-Sjöfellet haben wir gestanden bis um 3 ungefähr, ne? Und dann immer in der Kälte draußen. Wir waren gestern fix und fertig. Also richtig geschlaucht und kaputt von der Kälte. Und 2 Nächte hintereinander halt auch nicht so viel geschlafen. Also wir waren echt fertig gestern, ne? Und man sieht das auch teilweise auf den Videos auch, wo wir da in Wiezel waren. Aber da sah ich auch einen Tag total platt aus, ey, fertig, weil wir auch nachts halt draußen, dann haben wir noch ein bisschen gefeiert mit dem Alex, ne, wo die Sendung kam, Goodbye Deutschland. Da habe ich mich echt erschrocken, ey. Aber heute sind wir wieder mal frisch geduscht und die Haare gemacht und ausgeschlafen und heute sieht die Welt gleich ganz anders wieder aus, ne? Also es ist auch ein bisschen anstrengend, das muss man einfach so sagen, ne? Weil ja, es sieht immer alles so ganz einfach und easy aus, aber man muss auch ein bisschen was dafür tun. Ja, und deswegen, wir hatten ja gestern Wasser aufgefüllt da an der Tankstelle und so kam das überhaupt alles zustande, dass wir diesen Reifen dort bemerkt haben. Wir sind an eine Tanke gefahren, ne? Und dann war an dieser Tanke eben so ein Self-Service-Häuschen, ne? Und dann haben wir Wasser aufgefüllt und dann, erzähl du mal. Die Tanke sind wir gefahren wegen dem Inverter. Ja, wegen dem Teil, das ist kaputt. Wir können nicht mehr während der Fahrt aufladen. Das ist echt scheiße. Ja, und ich habe gedacht, die hätten da vielleicht für die Truckfahrer, dass die so ein Ding da. Andere Sachen haben sie gehabt, aber das nicht. Und ich war ja über dieses Brett, da hatte ich das Gefühl, dass ich über dieses Nagelbrett gefahren bin, auf dem Weg nach Gällivare, so, Gällivare, ja. Aber wir sind eine gute Stunde gefahren und ich habe dann auch nichts gemerkt und habe dann auch nicht mehr daran gedacht, habe gedacht, nee, ist scheinbar gut gegangen, nichts passiert. Und im Vorbeigehen zu der Tanke habe ich gesehen, dass die da so ein Kabäutchen hatten, wo du Wasser holen konntest und wo du dann auch Reifendruck prüfen kannst. Da habe ich gedacht, naja, wenn du nachher Wasser auffüllst, dann kannst du auch gleich mal nach den Reifen gucken. Wir sind jetzt schon lange unterwegs und mal gucken, dass wir auch genug Luft drauf haben. Ja, und wie das dann so war, tatsächlich vorne links, der war über ein Bar niedriger als der Rest. Naja, also das ist dann nicht so prickelnd. Ja, da waren so viele Zufälle, ne, dass wir da an die Tanke gefahren sind und Michael hat ja auch gesagt, der hat gar nicht mehr, du hast gar nicht mehr richtig an dieses Nagelbrett gedacht. Ne, war Einfach nicht. nur mal so Luftdruck gemessen, ne? Und dann haben wir das gemerkt und dann Glück gehabt, sind wir noch schnell da zu diesem Reifendienst gefahren. Der hatte eigentlich schon zu, er hat für uns echt nochmal das Tor aufgemacht da, ne? War total nett gewesen. Wir haben 65 € bezahlt, also auch nicht viel.
1,55, 10 Euro war ein Trinkgeld. Ah, okay, also ja, also war auch völlig in Ordnung, der Preis, ne? Ja. Und wir waren glücklich und wir haben uns, ich habe mich so gefreut und der war echt nett gewesen, wirklich. Ja, wenn wir nicht an die Tanke gefahren wären, sondern wären durchgefahren. Da hätten wir irgendwo in der Prärie gestanden. So 2 Stunden hätte er noch mitgemacht, 2,5. Und dann wären wir mitten in Lappland gewesen. Und dann mit dem, also zumindest glatten, wenn nicht komplett zerstörten Reifen. Ja, und Gällivare ist halt schon ein etwas größeres Städtchen. Ja. Also hier kriegst du alles. Und von daher hatten wir echt Glück gehabt, ne? Ja. Aber heute haben wir uns wiederholt und ja, wir hoffen heute, dass wir nochmal schöne Bilder einfahren können. Ja. Na, dann fahren wir jetzt mal los. Also, dann bis später, ne? Fahren wir nochmal an die Tanke jetzt, gucken nochmal, ob alles in Ordnung ist. Wasser auffüllen und reifen, ja. Also, bis nachher. Tschüssi. Ciao. Da haben wir doch wieder mal ein nice Plätzchen gefunden hier. Direkt an einem See, an einem Parkplatz stehen wir. Und ja, hier werden wir jetzt bleiben heute und nochmal hoffen, dass wir heute Abend nochmal ein paar Lichter kriegen, weil dann wird die Wetterlage etwas schlechter. Michael hat sich nochmal ein bisschen umgestellt, weil es war dann doch ein bisschen sehr weich, der Boden. Und hier ist so, stehen wir so ein bisschen auf Gras. Ja, herrlich. Herrlich. Da drüben gibt es Holz. Hier ist eine Feuerstelle. Ist natürlich jetzt ein bisschen alles unter Wasser. Aber man könnte es sich jetzt hier auch gemütlich machen, mit ein bisschen Feuer abends sitzen und auf die Polarlichter warten.
Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Ja, wir stehen an dem wunderschönen Platz, wo wir gestern Abend Stopp gemacht haben, in der Nähe von Gällivare. Und wir hatten einen traumhaften Abend gestern gehabt. Ja, und wir hatten wunderschönes Wetter. Wir hatten einen traumhaften Sonnenuntergang. Aurora hat sich nochmal in voller Pracht gezeigt gestern Abend, ne? Und ja, jetzt haben wir unsere Pläne geändert. Wenn es jemanden gibt, der Weltmeister an Pläne ändern werden könnte, dann sind wir das. Aber wir haben jetzt nochmal aufs Wetterradar heute geschaut und es ist halt einfach so, dass in den nächsten Tagen also das Wetter nicht viel besser wird, beziehungsweise schlechter wird sozusagen, ja, sondern es kommt Schnee dazu. Schnee ist auch nicht schlimm, aber es kommt auch noch Sturm dazu. Ja. Ne? Wir haben leider keine Timelapse. Ich hätte gerne gestern Abend nochmal Timelapse gehabt. Dann haben wir alles eingestellt oder dann hat sich die Aurora nicht nochmal gezeigt. Und das habe ich leider nicht. Ich hätte auch gerne mal so ein paar bewegte Bilder gehabt. Aber ja, ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, dass wir Polarlichter sehen können. Aber wir haben uns entschieden, jetzt in den Süden zu fahren. Runter. Wir wollen nochmal nach Norwegen rüber. An die Westküste, da waren wir noch nicht. Also das ist auch ein ganz schönes Stückchen, was wir noch vor uns haben jetzt. Aber hier jetzt 2-3 Tage im Schneesturm oder ja, ne? Ja, auszuharren. Bis wir vielleicht am Sonntag dann nochmal ein Polarlicht sehen und dann müssen wir ja sowieso langsam so Richtung Süden. Und haben wir gesagt, das machen wir jetzt nicht. Dann machen wir. Wir hatten ja schon Glück, dass wir 3 Nächte lang. Unser Traum war, dass wir Polarlichter sehen. Das hat sich erfüllt. Da haben wir schon Glück gehabt. Mit und richtig Glück, schöne Polarlichter hatten wir gehabt. Das ist halt immer so, die kommen und dann geht das relativ schnell. Ne? Also man merkt das dann, wenn die von überall kommen. Wenn du überall so die Lichter siehst, dann merkst du, jetzt gibt's gleich wahrscheinlich einen schönen Ausbruch, ne? Eine Show. Und dann ist das so schnell, weil man hat ja nicht so viel Zeit zum Fotografieren, weil es ja Langzeitbelichtung ist. Also es dauert ja auch immer so ein Foto, ne? Und wenn das nur so 5 Minuten dauert, diese Show, dann ist halt auch ein Foto, was schon ein paar Sekunden dauert, recht viel. Und dann ist Ruhe. Danach ist wieder Ruhe. Und dann kannst du manchmal bis 2 Stunden oder 3 Stunden warten, bis nochmal sowas kommt. Oder es kommt gar nichts mehr. Und von daher sind wir völlig zufrieden. Und haben tolle Erlebnisse gehabt. Es ist traumhaft. Das muss man auch alles erstmal realisieren und verarbeiten irgendwo. Schweren Herzens, also ich fahre schweren Herzens von hier oben weg. Wir wollten ja gerne auf die Lofoten, aber es hat überhaupt gar keinen Sinn. Auf den Lofoten ist Regen und Sturm, also können wir völlig knicken. Drum haben wir uns entschieden, jetzt in den Süden zu fahren, nach Norwegen. Eventuell besuchen wir noch jemanden in Norwegen. Und deswegen starten wir jetzt los.
Ja, der Alex hatte uns ja empfohlen, dass es in Jokkmokk einen Samenladen gibt. Und da sind wir gerade hingefahren, weil wir in Jokkmokk sowieso Zwischenstopp gemacht haben, weil unser, wie nennt sich das, in Bertha, ne? Ja. Kaputt war und Michael hat einen neuen bekommen in so einem Technikladen. Und dann sind wir auch gleich zu diesem Samenladen nochmal hingefahren und haben uns gerade mit Elchfleisch ein bisschen eingedeckt und mit Rentierfilet haben wir noch gekauft, ne? Ja. Und getrocknetes Fleisch, das werden wir auch nochmal probieren. Dann hatten sie noch so ein Brot gehabt, so ein Samenbrot, das haben wir aber jetzt nicht mitgenommen, weil für uns war es auch zu viel und ja. Wir haben Brot, das ist mal. Ja, wir haben so viel Brot, das haben wir nicht mitgenommen. Aber wir werden das andere werden wir jetzt mal ausprobieren. Heute Abend gibt's mal Elchsteak. Mal gucken, ob das schmeckt. So, der Tag heute, der bestand aus viel Fahrerei und dann waren wir ja noch in Jokkmokk gewesen und haben uns den Wärter geholt und in den Samiladen und jetzt essen wir heute Abend Elchsteak. Bin mal gespannt, wie das schmeckt. Aber jetzt habe ich natürlich nicht sowas mit wie Rosenkohl oder Rotkraut oder sowas, aber ich habe jetzt noch in meinen Reserven eine Pastinake gefunden und ein paar Kartoffeln. Und dann mache ich ein Kartoffel-Pastinaken-Püree mit bisschen Butter. Und dann habe ich noch eine Dose Champignons. Ich denke, das kann man zum Elchsteak auch essen. Oh, wird schon schmecken. Ja, und dann werden wir mal uns jetzt so langsam ans Kochen begeben und die erste Nacht ohne Polarlichter verbringen. Bin jetzt schon ein bisschen traurig, ne? Aber so ist es halt nun mal.